Staut er sich bereits hier schon auf der Brücke? Jetzt brauche ich eine neue Brücke, jetzt staut es gleich dort. Jetzt nutzt kein Mensch die Autobahn, alle fahren über die Brücke und die Brücke ist voll. Wo fährt der hin zum Beispiel? Geht nach Discounter Besitzer von Mondresidenz. Arbeitsort. Also der arbeitet da. Wohnt hier. Und fährt zum Discounter. Das ist ein Besitzer, der andere Typ ist. Ja, die müssen jetzt ein bisschen rum fahren. Ich störe es nicht. Ich hoffe, es stört sie nicht. Jetzt haben wir hier ein neues Gebiet gebaut. Das ist gleich mal komplett angerannt. Leute, Leute, Leute. Dennoch finden wir es nicht schlecht. Ich muss sagen, ich finde es dennoch nicht schlecht. Strom. Haben wir das Problem eigentlich nur verlagert? War das alles, was wir geschafft haben? Das Problem, wir nur ein Problem verlagert haben, anstatt dass wir besser geworden sind? Ich glaube nicht. So, wie schauen wir da oben aus? Bauen wir schon was dazu? Das brauchen wir eigentlich nicht. Sie könnten, wenn sie wollten. Ich meine, so schlecht finde ich es nicht, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier eigentlich eine recht nette Auffahrt, finde ich hier, und einen recht netten Übergang. Aber es fahren so viele Leute einkaufen. Ist ja verrückt. Probieren wir noch was anderes. Bauen wir mal hier eine U-Bahn-Station. Was ist das? Güterzugbahnhof. Wo gab's denn den hier? Was macht ein Güterzugbahnhof? Bauen Sie einen Güterzugbahnhof, um Züge, den Transport von Gütern und Rohmaterial zu ermöglichen. Frachtzüge können innerhalb der Stadt oder über eine ausgehende Verbindung zum Einsatz zu kommen. Bauen Sie Bahnhöfe und verbinden Sie mit Gleisen, bevor Sie die Zuglinienwerkzeug zum Erstellen einer Linie einsetzen. Das ist die Zugverbindung, die wir haben. Wir bauen mal hier so eine Art Bahnhof, der fährt dann rüber. Ja, was bringt das überhaupt? Ziehen Sie eine Zuglinie, indem Sie auf Bahnhöfe klicken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier innerhalb der Stadt einen Bahnhof baue. Am besten dahin. Was hilft's dann? Hilft's dann, dass dann nachher. Probieren wir das mal mit dem Bahnhof. Das ist schon. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Was werden wir machen? Schauen wir mal, was haben wir gemacht? Also, ich finde, wir haben das jetzt downtown-mäßig etwas besser geklärt. Wir haben das Market Town getauscht mit den anderen. Mit dem alten Bereich haben wir hier getauscht. Das Erdbeerviertel, das werden wir jetzt umbenennen. Da kriege ich ja schon allein, weil ich sie. Erdbeerviertel. Was soll denn das bedeuten hier? So, das ist. Office. Quarter. Office Mountain. Nein, Office Hills. Ist ja oben am Berg, so. Office Hills, Agrarpark Downtown, New Market Town, okay. Und Lazy Hills. So, also wir haben jetzt hier das etwas umgewidmet. Wir haben rundherum Industriegebiet, da arbeiten die Leute. Sie wohnen in der Mitte. Die von Downtown haben eine relativ einfache Verbindung, sollten sie irgendwo hier wohnen.
Die von da oben, die haben eine relativ lange Anfahrt. Sowohl zu den Office Hills, als auch in den Agrarpark, Agrarindustrie 2 und so weiter. So. Wir machen hier noch ein Gebiet dazu. Das ist das mit der Schwerindustrie. Wir nennen das dann, wie nennen wir das? Wir nennen das Rust Town. Das ist die Schwerindustrie. Vielleicht werden die, wir die auch verbinden, irgendwie mit dem Hafen oder was auch immer. Naja, ich finde, das entwickelt sich nicht schlecht, aber warum? Wie schaut es denn aus mit der Menschenzufriedenheit? Wer ist zufrieden, wer ist nicht zufrieden? Die schauen mir alle sehr zufrieden aus. Gewerbegebiet. Die sind nicht so happy. Warum nicht? Stufen. Wir müssen noch aufsteigen. Verkehr ist... Ja, der Verkehr ist halt schlimm. Jetzt baue ich hier ein neues etwas. Die sollten sich eigentlich verteilen. Ich finde, das ist irgendwie seltsam. Wie soll man denn etwas bauen, wenn es gleich nach der ersten Kreuzung total staut? Nochmal Verkehr. Also sie nutzen hier eine Hälfte. Hauptsächlich fahren sie durch die Mitte. Und überall, wo sie sich einordnen, ist katastrophal. Wir haben ja auch keine richtig besseren Straßen. Also wir haben da diese Straßen, ne? Und hier auf der Brücke Stau bis bis zur anderen Seite. Also was machen die Leute leicht? Das verstehe ich nicht. Wo fährt er hin zum Beispiel? Besitzer. Streifenwagen. Reagiert auf Notruf. Checkt aber im Stau. Verlässt die Stadt. Achso, Bekleidung. So, wo hapert es jetzt schon wieder? Jetzt haben wir das gemacht. Das sind einfach diese Straßen, die ich gebaut habe, einfach schwer unter Benutzung. Ne? Ich baue jetzt hier noch ein bisschen rüber. Kann man über diesen Windpark eigentlich eine Straße bauen. Aufwerten. Warum kann man das hier nicht aufwerten? Warte, ich bereits besiedelt, das weiß ich schon, aber. Da muss man das halt umsiedeln. Was ist das? Busdepot. Versetzen wir. Das war verkehrt. Das war nicht beabsichtigt. So. So. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hier hinaus will. Ich möchte, dass das hier tatsächlich so bleibt, wie es ist. Das vom Gebiet Typus gefällt es uns. Wir wollen das jetzt noch etwas verbinden, damit das hier zu einem hoffentlich zu einer hoffentlich flüssigeren Geschichte kommt. Und dann bauen wir wirklich eine Straße von da so rüber.
Wobei, ich müsste mir jetzt nochmal kurz den Verkehr anschauen, wer fährt wohin. So wie ihr seht, hier wird durchaus gefahren. Wohin fährt er? Zur Saftpresse? Okay. Sie haben das Bedürfnis, darüber zu fahren in die Agrarindustrie. Das dringende Bedürfnis. So. Wir könnten noch probieren, einen Tunnel zu bauen. Darüber. Geht das überhaupt? Ja, wir probieren hier mal den Tunnel da reinzubauen. Fahren wir rüber direkt in die Agrarindustrie mit dem Tunnel. Ein Problem mit der U-Bahn eigentlich? Nein. Am besten hier hinten gleich wieder. So, ich muss das wieder ausstellen. Einen Tunnel gebaut. Der sich von da bis daher erschließt. Nein. Und da wieder rauskommt, ist das schlecht? Nein, das ist nicht schlecht. So. Würden die denn nutzen? Schaut aber cool aus. Kann man das nicht... Kann man den nicht... Ich möchte dann etwas steiler in den Berg bauen. Sorry, ganz kurz, Leute. Rauskomme, ja, das ist gut. Schauen wir mal den Leuten zu. Fahrt wer gleich in den Tunnel rein. Jetzt kann man quasi hier so nah aneinander liegen können, zu Staus führen. Stark verziert oder komplizierte Kreuzung verlangsamt den Verkehr los. Ja, der hier. Jetzt haben wir einen großen Tunnel gebaut. Als Umfahrung zu dem, was hier schon da ist. Diese Kreuzung hier ist heftig. Ja, wenn ich die jetzt abpresse, dann... Probieren wir es doch. Weg mit diesem Haus hier. So, was macht ihr jetzt? Nutzt jemand diesen Tunnel eigentlich?
Ah, da ist wer reingefahren. Und da kommt er wieder raus. Ich finde den Tunnel cool. Ja, es ist ein Tunnel, wow. Aber ich finde den cool. Da fahren Leute durch. LKWs. Und zwar habe ich den deswegen gebaut, weil es doch noch immer wieder Leute gibt. Also immer wieder Fahrzeuge gibt. So, da bauen wir hier einen Eingang zum Tunnel. Ist der Tunnel sowas wie eine Autobahn? Wird er behandelt wie eine Autobahn? Nein, wir lassen den so. Ist voll schön, ein Tunnel. Das ist, ich finde das voll cool. Kann man den Tunnel benennen? Gebe ich ihn gleich einen Tunnel. Der Tunnelname. Ach, der hat keinen Strom. Man, ein Bustypo ohne Strom. So, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit geschaffen, dass hier noch mehr Fahrzeuge kommen. Es ist furchtbar. Was ist das hier für eine Kreuzung? Was ist das alles? Und dennoch staut sich's. Zwar nicht jetzt, doch jetzt. Zum Beispiel, wo will der hin? Ein Happy Bürger. Wie schaut's mit der Happiness aus? Das Gewerbegebiet ist no, so lala happy. Alle anderen? Sehr gut. Also ziemlich gut zumindest. Was ist mit dem falsch? Gebäude nicht besiedelt. Gibt's kein Wasser? Doch. Gibt's keinen Strom? Doch. Was wollt ihr noch? Mauam, Mauam. Ich weiß nicht, was die wollen. Freie Sicherheit ist eigentlich ganz nicht so schlecht. Ab und zu brennt man ein Haus. Kriminalität ist gut. So, wir haben mal einen Tunnel gebaut. Und jetzt bauen wir noch etwas. Und zwar wollen wir noch mehr U-Bahn-Stationen bauen. Dass die Leute mit der U-Bahn direkt hier in diese City fahren können. So, was haben wir hier? Die Möglichkeit, da eine Station. Ja, ja. Freut euch, dass ich euch überhaupt die Personen daher bringe. Ins Geschäft. Hier eine Station. Hier eine Station. Gut. Und verladen tun wir die Leute von... Ich weiß nicht von wo. Wir bauen erstmal hier... Nein. Bauen wir hier oben auch noch eine Station? Nein. Die reichen erstmal. Wir setzen quasi ein bisschen mehr auf Nahverkehr in diesem Bereich. Sehr gut. Und jetzt sammeln wir ein paar Leute auf. Eine neue Linie hinzufügen. Hierhin. Hierhin. Oh, die freuen sich alle. Hierhin. 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 So. Okay, fahren wir wieder ums Ab. Station irgendwo.
nicht traurig sein. Was kommt denn in die Busstation? Ne, U-Bahn-Station. So, ich in die Straße, das ist doch super. So. Wo sind wir? Was macht er denn da? Mensch, so nochmal, wo sind wir? U-Bahn. So, die machen wir jetzt dunkelblau. Wir können die Linie jetzt berühren. Linie zum Hinzufügen, Linie zum Hinzufügen oder Haltestelle ziehen. Komm schon, wie markieren wir dich? Wir wollen nämlich jetzt ein bisschen schöner hier im Kreis rumfahren können mit der U-Bahn. So, was sagt er denn hier? Komm schon. Aha, alles verbunden. Ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch so eine Linie gebaut. Die fährt hier im Kreis. Das finde ich gut. Jetzt werden wir auch noch da hinten ein paar Haltestellen bauen, auch noch ins Office-Gebiet eine. Wir bauen uns ein schönes U-Bahn-Netz. Eine auf der Seite und eine hier hinten zur Universität. Und von mir aus auch hier bei den Reichen. Wenn es denn wollen. Sie wollen sicher die Reichen. Da werden wir jetzt. Wie werden wir die verbinden? So. So, oder? U-Bahn-Kreuzung. Gibt es sowas nicht überhaupt? Bei mir gibt es. So. Linie hinzufügen. Von da nach da. Freuen sich aber nicht viele Menschen. Muss man das dichter bauen. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Gutes. Und diese Linie, die machen wir jetzt rot. Das war quasi eine, also eine Art Nahverkehrslinie. Jetzt sagen wir mal die nicht. Gut, und jetzt bauen wir noch eine Linie, die fährt auch noch um den Downtown herum hier. Hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier. Gut ist. Wir haben vier Buslinien jetzt. Wir haben auch vier, und die machen wir auch gelb.
Wir haben auch 4 verschiedene U-Bahn-Linien jetzt. Und eine fährt nach Market Town. Schauen wir uns das mal an. Haltestellen 6, Fahrzeuge, Passagiere. Es funktioniert schon. Spüren wir eine Verkehrsentlastung irgendeiner Art? Auch der Tunnel wird jetzt ab und zu benutzt. Hin und wieder fahren Fahrzeuge durch. Die ganzen Transportfahrzeuge, die ins Industriegebiet wollen, nutzen den Tunnel. Das finde ich gut. Ha, es schaut schon mal irgendwie besser aus. Diese Straße hier ist total verstopft. Von der Autobahn aus direkt. Da staut es, was das Zeug hält. Alle Leute wollen irgendwo in mein Industriegebiet und kommen einfach nicht runter. Stellt sich mir die Frage, ob ich nicht hier hinten auch noch eine Autobahnausfahrt machen sollte. Und das werden wir jetzt doch jetzt noch schnell tun. Bitte sehr. Fahrt ab. Vermutlich hätte eine kleinere Ausfahrt das auch getan. Deswegen machen wir es so. Wir sind nicht sicher, ob da jetzt überhaupt wer abfahren wird, aber wenn sie es von der Autobahnabfahrt auch noch da runterfahren wollen, bitte sehr, der Weg ist geebnet.